Hallo, meine lieben Fußballfreunde und seid ihr herzlich willkommen mal wieder hier zu einem Teste-Dich-Video. Letzte Woche hatten wir den Mengentest in der Mathematik und ich dachte so, warum machen wir nicht mal weiter und zwar mit dem Thema Algebra und Gleichungen. Ist 2008 erstellt. Ich habe jetzt einfach mal mit einem der bestbewertesten genommen. 10 Fragen. Es gab einen mit 15 oder 12 Fragen, den ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Der ist dann aber nur mit einem Stern bewertet worden. Da denke ich mir so, dann scheint der vielleicht dann doch einfach zu sein, weswegen der dann auch viele Aufrufe hat. Deswegen nehme ich einen mit etwas weniger und Userbewertung 3,32 von 5. Ist jetzt nicht so schlecht. Und ich würde sagen, wir fangen an. Hier steht auch, schaffst du es ohne Rechner? Natürlich, wir machen das alles im Kopf. So, wir müssen selbstverständlich a bestimmen. 5a plus 6 gleich 9a minus 6. So, das heißt, wir rechnen jetzt erstmal plus 6. Haben wir 5a plus 12 minus 5, 4. Das heißt, a ist 3, denn 4 mal 3 ist 12. Ich könnte natürlich immer dagegen rechnen, aber ich denke, das kriegen wir schon so hin. Okay, warum ist denn hier jetzt auf einmal 0,5? Das regt mich ja jetzt schon auf. Okay, das gehört nicht dazu. Also, 0,5k plus 4 gleich 7k minus 61. Das heißt, ich rechne erstmal plus 61, dann haben wir 65. 6,5, weil minus 0,5k, da muss ich jetzt mal eben echt rechnen, warte mal, 10 mal 6,5 ist 65, 10, ja. Achtung, mehrere Lösungen angegeben, okay, 3g minus 3 in Klammern mal g ist das gleiche wie 2g plus 4, in Klammern mal g. Okay. Ich würde das nur aufschreiben. Darf ich denn aufschreiben? Ich will ja keinen Taschenrechner benutzen. Ich will das nur aufschreiben und das vereinfachen. Oder ist das schon gemogelt? Also jedenfalls 3g Quadrat. Genau wegen Quadrat. Ey, oh, okay, warte mal. 3g Quadrat minus 3g. Warte, bin ich jetzt blöd? Oh, ja, oh nein. Oh, das sind die binomischen Formeln, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Wartet mal. Darf ich das jetzt mal eben aufschreiben, um zu gucken, ob das jetzt hier die zweite binomische Formel ist? Also 3g Quadrat minus 3g ist das gleiche wie 2g Quadrat plus 4g. So. Oder bin ich jetzt blöd? Oh, hänge ich jetzt echt bei so einer Frage? Okay, dann scheint ja das, der Test hier gar nicht so schlecht zu sein, wenn ich jetzt schon ein bisschen überlegen muss. Wartet mal eben. Wir machen das jetzt mal eben anders. Pass auf, wenn wir jetzt für g 0 einsetzen, okay? So, das heißt, 3 mal 0 ist 0 minus 3 in Klammern. Mal 0, also 0 ist 0. Wenn wir das mit der minus 4 machen, also 3 mal minus 4, haben wir minus 12. Minus 12 und dann minus 3 mal minus 4 plus 12 ist 0. Und das gleiche jetzt auf der anderen Seite, das heißt 2 mal minus 4 ist minus 8. 4 mal minus 4 ist minus 16. Das heißt, die erste ist schon mal nicht richtig. So, 10 haben wir, ich mache das doch mal eben so. 10 haben wir 30. 30 minus, warte, 30 minus 3. 30 minus 30. Also links kommt eigentlich fast immer 0 raus, weil da ja auch das Gleiche ist.
Das hier könnte es vielleicht sein. Ich will mal eben kurz entgegenrechnen. Hier dürfte überall 0 rauskommen. Ah, nee, das hatten. Nee, warte, das hatten wir hier schon, oder? Egal, ich glaube, egal welche Zahl man links einsetzt. Aber hier müsste jetzt 0 rauskommen, weil 0 mal 3 ist 0. Minus 0 ist 0. So. 0 mal 2. Nee, 7. Ach, scheiße, ich muss hier dann 7. Sie, achso, 0 oder 7. Alter, hänge ich jetzt echt hier bei so einer Scheiße hier fest? Ich will das jetzt doch nochmal eben vereinfachen. Also, wir haben 3g Quadrat minus 3g. Und das ist das gleiche wie 2g Quadrat plus 4g. So. Das ist die vereinfachte Form. So. Wenn ich jetzt die minus 4 einsetze, das heißt minus 4 zum Quadrat minus 4 mal minus 4 sind wir bei 16. 16 mal 3 sind wir bei 48. Minus 3 mal minus 4, also minus 3 mal minus 4 sind wir bei plus 12. Das heißt, das ergibt 60. 2 minus 4 zum Quadrat hatten wir schon eben, sind wir bei minus 4 mal minus 4 sind 16, 32 plus, bei 0 ist es ja klar, da kommt immer 0 raus, 32 plus 4 mal minus 4, das heißt minus 16, so, das heißt, das erste ist schon mal nicht richtig. So, machen wir mit dem zweiten weiter. 10 hoch 2 sind 100. 100 mal 3 sind 300. Minus 3 mal 10. Minus 3 mal 10, 30. Wenn das erste ja richtig ist, dann müsste ja das zweite auch richtig sein. Ist ja logisch. 100 mal 200 plus 4 mal 10 ist 40. Oh, da kommen wir der Sache aber schon näher, weil das ergibt nämlich auf der linken Seite 270 und da 240. Versuchen wir es mal mit dem dritten. Also hier sind wir jetzt 5. 5 hoch 2 sind 25. Mal 3 sind 75. 5 minus 3 mal 5 sind minus 15. Das heißt, da ist das Ergebnis schon mal 60. 2 mal, also 50, plus 4 mal 5. Warte jetzt, oder? Ja, genau. 4 mal 5 sind 20, 70. Oh, okay. Das kommt nicht hin. 0 ist klar. Das heißt, ich muss mit der 7 rechnen. Komisch, bislang habe ich noch nicht das gleiche raus. 7 hoch 2, 49 mal 3, Alter. 120, 147. 147 minus, minus 3 mal 7 minus 21. 49 mal 2 sind 98. Nee, warte, bin ich jetzt blöd? 98 plus 4 mal 7, 28. Ja, das ist es. Das ist es. Als ob ich es nicht schon geahnt habe. Ich wusste es. Das ist die richtige Antwort. Ungleichung. Okay. Den Zettel erstmal weg, vielleicht brauche ich ja noch welche, einfach nur um Sachen aufzuschreiben. Okay, was haben wir denn hier? 9d plus 12. Wait, warte mal. 4 größer als. Was? Hä? Alter, wie funktioniert denn nochmal Ungleichung? Holy shit. Warte, 4 größer als.
Also wenn ich jetzt die 9 auf die andere Seite bringe, wie geht denn das nochmal bei Ungleichung? Verschiebt sich da nicht der Pfeil? Ist der dann nicht andersherum? Nehmen wir jetzt mal an, es ist nicht so. Das heißt, minus 9 sind wir ja bei 3. Durch 3. Müsste 1 sein, also D. Jetzt wird es schwer. 5. Wofür stand nochmal das Ausrufezeichen? Warte mal. Ich will nur mal ganz kurz was versuchen. Vielleicht bin ich jetzt blöd. Also, ich würde jetzt ja eher das hier vermuten. Wegen 5 hoch 2. Das Ausrufezeichen stand doch immer irgendwie... Zumindest bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung war das, glaube ich, immer so. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade blöd. Da war es so 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Das heißt, 5 und 4 sind 9. Plus 3, 12. 14, 15. 15 kommt nicht hin. Ich würde jetzt dann 25 einfach mal sagen. Ich weiß es nicht. 4 hoch 5 minus 6 hoch 3. Warum hat er da nicht 4 hoch 5 dann so gemacht, okay? Also 4 hoch 5. Alter. Moment. Also mal 4 hoch 5 machen wir jetzt erstmal. Da haben wir 4 mal 4. Ich rechne das mal ganz kurz auf. 4 mal 4 ist 16. Mal 4, 64. 64 mal 4 ist 8, da bin ich jetzt gerade echt blöd, warte mal. Warte mal, 60 mal 4 ist 240. Und dann nochmal plus 16 sind wir bei 256. Und 256 mal 4. Alter, warum so komplizierte Potenzrechnung? Ich dachte, es geht ja nur um Gleichung. Sind wir bei 4, 2, 2, 2, 8. Sind wir bei 1024. Das geht, ach ja, ist ja minus. 1024 minus, so, 6 mal 6 sind 36. Und das nochmal mal 6 sind 30 mal 6 sind 180 plus 36, also 216, also 1024 minus 216 sind wir also bei 808. Alter. Okay, das ist einfach nur mal. Hier steht ja ohne Taschenrechner, aber ich kann das ja eben aufschreiben mäßig machen. Ich denke mal, das ist ja nicht verboten. Ich bin gespannt, wie lange ich insgesamt brauche. Boah, wie wandert immer noch mal? Okay, warte mal. Ach, was mache ich denn da? Sind 3... 4, 5, 3, 8. 4, 2, 4, 0, 8, 3. Alter, warum sind denn jetzt hier nur so scheiß Multiplikationsaufgaben? Warum ist hier Staub an meinem Zettel? Warte, Mensch. An so einem wunderschönen Zettel ist einfach mal Staub dran.
12,4 mal 46,9. Wir wissen jetzt schon, es hat zwei Nachkommastellen. Machen wir einfach nur das gleiche Prinzip. 6, 8, 9, 4. So. 6 mal 4, 4, 2, 12, 3, 1, 6, 7, 0. 9 mal ist es 6, 3, 18, 1, 2, 9, 11. Sind wir bei 6, 5, 0, 8, 5. Das heißt, es sind 581,65. Quadratwurzel von minus 36 ist undefiniert, weil ich glaube, man kann keine minus, wenn die minus außen steht, geht es, wenn man ja erst die 36 nimmt, das ist dann ja 6, weil 6 mal 6 sind ja 36, aber da das ja minus ja mit in der Wurzel steht, ist es undefiniert, da bin ich mir ziemlich sicher. Unendlich durch unendlich. Ich glaube, das ist auch undefiniert. 8 von 10. Also mehr als... Hallo? Können die ja auch mal leise sein. Hallo? Das ist doch echt ein Witz, oder? Schauen wir mal, was haben wir denn falsch gemacht? Schade, steht hier leider nicht. Wenn du die unten per E-Mail... Ja, ich möchte gerne Lösung. Wenn du die richtigen klicke auf den Button, willst du die richtigen Lösungen für dieses Quiz rechts. Wo steht denn das? Weil ich würde gerne wissen, was ich falsch gemacht habe. Willst du die Aufforderung einsetzen? Schade. Ich sehe es hier gerade nicht. Also 8 von 10, ich weiß jetzt nicht, was leider falsch war. Weil sonst würde ich das ja gerne wissen, warum. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das war mal wieder ein Mathe-Test. Nächste Woche machen wir mal ein anderes Fach, welches wir uns vornehmen. Nämlich nochmal dem guten Deutschunterricht. Und dann werde ich nochmal gucken nach einem passenden Test mit Rechtschreibung, mit Grammatik, mit den Tempi, also mit den Zeiten, ich wollte gerade Zahlen sagen, weil ich ja noch bei Mathe bin, nee, mit den Zeiten deklinieren, konjugieren. Mal gucken, ob ich da so ein richtig cooles Quiz finde. Wenn euch dieser Test hier gefallen hat, lasst mir mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in einer Woche dann zu einem neuen Test-Dich-Video. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.